Okay, wir sind jetzt hier, in unserem Stand, Kukuri Square. Es ist der letzte Tag der Messe. Und jetzt habe ich hier bei uns Manfred Dusch von Slow Food Convivium Allgäu. Hallo Manfred. Hallo Gerson. Ja, was hat dir hier an die Messe am besten gefallen? Hier bei dieser Messe findet man 400 Aussteller, die eigene handwerklich hergestellte Lebensmittel. Wow. Da war der erste Unfall der Messe. Bist du jetzt noch drauf? Oder? Ja, es ist drauf. Ja. Die handwerklich hergestellte Lebensmittel präsentieren. Für die ist es wichtig, dass sie ihre Produkte erklären können, dass sie sagen können, was machen sie, wie sind ihre Produkte hergestellt, was ist das Besondere an ihren Produkten. Und die hier auch Publikum finden, die sich auch dafür interessieren. Super. Diese Messe ist in ihrer Art einzigartig. Es gibt in Deutschland keine Messe, die vergleichbar ist mit dieser Messe. Und es gibt seit 4 Jahren diese Messe. Und mittlerweile sind es von 120 Aussteller am Anfang 400 Aussteller geworden. Und wir sind in der neuen Messe in Stuttgart. Und die Besucherzahlen steigen also von Jahr zu Jahr an. Manfred, seit wann bist du Slow Food Förderer oder Unterstützer? Ich bin seit 12 Jahren bei Slow Food und ich bin seit 4 Jahren der Leiter der Regionalgruppe Allgäu. Ich mache das ehrenamtlich. Wir besuchen im Allgäu Produzenten. Wir schauen, wer macht Käse, wie macht der Käse, wer macht Bier. Und wir versuchen mit Slow Food diese kleinen Produzenten zu unterstützen, dass sie ihre Produkte im Slow Food Netzwerk besser verkaufen können. Ja. Was macht am Spaß an dir? Was ist das, was am liebsten mögen von deiner Arbeit? Ja, weil man da Menschen trifft, die mit ganzem Herz hinter diesem Produkt stehen. Man sieht, man hört, was sie machen, machen sie mit ihrer ganzen Initiative. Das ist das Schöne daran. Man erfährt sehr viel, wie werden die Produkte hergestellt. Und ich sehe noch Produkte, die ich von meiner Kindheit noch kenne, die aber sonst oft schon ausgestorben sind. Und dann findet man doch wieder Hersteller oder Produzenten, die so etwas wieder machen. Super. Okay, danke schön. Bitte.